deutsche Artillerie bei der Abwehr neuer Angriffe. Italien 1944. Deutsche Truppen versuchen den Vormarsch der alliierten Streitkräfte zu stoppen. Vergebens. Zu Tausenden gehen geschlagene deutsche Soldaten in amerikanische und britische Kriegsgefangenschaft. 4. Juni 1944. Rom jubelt. Die Amerikaner sind da. Monate der Angst des deutschen Terrors sind vorbei. Die verbliebenen deutschen Einheiten ziehen sich in die Berge der Toskana zurück. Hier entsteht eine neue Verteidigungslinie. Hier liegt auch die kleine Siedlung Sant'Anna di Stazzella. 12. August 1944. SS-Truppen rücken in das Dorf ein. Aus Angst, verhaftet zu werden, fliehen viele Männer von Sant'Anna in die nahen Berge. Frauen und Kinder bleiben da. Was soll ihnen schon passieren? Ennio Mancini, damals 7 Jahre alt, nie wird er den Augenblick vergessen, der sein Leben für immer veränderte. Quella mattina era presto, era un sabato. Es war sehr früh am Samstagmorgen. Wir Kinder schliefen noch, als unser Vater kam und schrie: Die Soldaten kommen, die Deutschen kommen, ich muss abhauen. Und dann ist er ins Haus gestürzt und hat uns alle geweckt. Wir hatten Angst, aber er hat uns beruhigt. Hab keine Angst, sie suchen nur die Männer. Sie tun den Kindern und Frauen nichts. Cercano solo gli uomini, per voi bambini e per le donne non c'è pericolo. Sant'Anna wird zum Schauplatz einer Orgie von Mord und Vernichtung. Männer, Frauen, Kinder und alte Leute werden von SS-Männern brutal zusammengetrieben. In wenigen Stunden ermorden SS-Männer über 500 Menschen. Die Leichen werden verbrannt, die Häuser zerstört. Nur wenige entkommen der SS. Mauro Pieri verlor seine Mutter, 2 Brüder und eine Schwester. Er selbst überlebte das Massaker an dieser Stelle nur durch Zufall. Wir waren ungefähr 31 Kinder und Frauen. Zuerst schien es, als ob sie uns zählen wollten, aber sie haben Handgranaten hineingeworfen. Mein Bruder lehnte sich gegen die Mauer. Ich sah ihn und rief: Romano, schmeiß dich auf den Boden. In dem Moment hat ihn ein deutscher Soldat gesehen und hat 3 Revolverschüsse abgegeben. 2 auf ihn und 1 auf mich. Und dann hat er weitergeschossen. Mein Bruder ist dort gestorben und mich haben sie am Bein verletzt. Ich blieb still liegen. Mit welch unfassbarer Brutalität die SS bei dem sogenannten Partisaneneinsatz in Sant'Anna vorging, zeigen die Aussagen eines Maschinengewehrschützen. Zitat: Nach dem Feuerbefehl schoss ich auf die Frauen. Es war nur sehr kurz, die ganze Schießerei da. Danach gossen 2 bis 3 Mann Benzin auf die Leichen und zündeten dies an. Plötzlich sah ich, dass aus dem brennenden Leichenberg ein Kind herausrannte. Die Kinder von Sant'Anna, fast keines überlebte die Morgenstunden des 12. August. Die Verantwortung für dieses und andere Massaker trägt die 16. SS-Panzergrenadierdivision. Eine Besonderheit: Im Offizierskorps dienen viele fanatische Nationalsozialisten, so die Erkenntnis eines Experten. Viele dieses Personal kamen aus der Reihe der Division Totenkopf, also eine der berüchtigsten Divisionen der Waffen-SS des Zweiten Weltkrieges. Und viele der Offiziere hatten bereits vor dem Krieg in den 30er Jahren in den Totenkopf-Wachmannschaften der Konzentrationslager in Deutschland gedient. Viele in Dachau, viele aber in Sachsenhausen und dann später auch einige von ihnen zum Beispiel in Auschwitz und andere Lager auch. Und dennoch, es gibt auch SS-Männer, die beim Morden in Sant'Anna nicht mitmachen und zeigen, dass man sich selbst hier verweigern kann. Ennio Mancini verdankt einem jungen Soldaten sein Leben. Er hat uns bedeutet, wir sollen ruhig sein und zurückgehen. Wir sind den Weg hochgeklettert und sobald wir mit dem Rücken zu ihm standen, haben wir eine Gewehrsalve gehört. Er hatte eine automatische Waffe. Wir sind zusammengefahren, weil wir dachten, er würde auf uns schießen. Aber dann haben wir gemerkt, dass er in die Luft schießt. Dieser Junge hat uns das Leben gerettet. Nach dem Krieg gerät das Massaker von Sant'Anna in Vergessenheit. Die Toten werden begraben, doch von den Morden will man in Deutschland und Italien nichts wissen. Unfassbar, in der Nachkriegszeit ermittelt kein deutscher oder italienischer Staatsanwalt. Die Toten vergessen, die Überlebenden ohnmächtig und alleingelassen in ihrer Trauer. Dokumente einer mühevollen Erinnerungsarbeit. Leopolda Bartolucci, mit 10 Jahren verlor sie ihren Vater. Auch er wurde erschossen. Es waren 103 Witwer. Es waren ja auch 103 Mütter, die umkamen.
Die Kinder, wir wurden von keinem mehr beachtet. Santa Anna interessierte keinen mehr. Weder Faschisten, noch Deutsche, noch Partisanen, noch die Kirchenvertreter. So, als ob wir uns gegenseitig umgebracht hätten. Als ob es unsere eigene Schuld gewesen wäre. Und wenn man sagte, ich bin aus Santa Anna, dann musste man sich fast schämen. La Spezia, das Militärgericht. Erst jetzt, im Jahre 2004, 60 Jahre nach dem Massaker, wird Anklage erhoben. Im Gerichtssaal viele Überlebende, in Gedanken bei ihren toten Verwandten und Freunden. Lange haben sie auf diesen Augenblick warten müssen. Doch die Angeklagten sind nicht hier. Sie entziehen sich der Verantwortung. Als Bundesbürger, so will es das deutsche Gesetz, können sie nicht nach Italien ausgeliefert werden. Und dennoch, mit dieser Anklage wird ein Zeichen gesetzt. Endlich werden die mutmaßlichen Täter schwarz auf weiß beim Namen genannt. Für die Opfer eine Genugtuung nach 6 Jahrzehnten. Uns interessiert vor allem, dass Gerechtigkeit geschieht und dass die Schuldigen gefunden und bestraft werden, auch wenn es nur symbolisch ist. Zeichen der Versöhnung im Sommer 2004. Eine Initiative deutscher Musiker aus Essen. Seit 2 Jahren veranstalten sie Konzerte in Deutschland und in der Toskana, wie hier bei Luca. Das Ziel, eine neue Orgel für die kleine Kirche von Santa Anna. In unermüdlicher Kleinarbeit sammeln sie Spenden. Wir brauchen 70.000 insgesamt für die Orgel und wir haben jetzt ca. 45.000 Euro gesammelt. Die Opfer des Massakers, sie sollen nicht noch einmal vergessen werden. Die Initiatoren der Aktion mit Ennio Mancini in der Dorfkirche. Deutsche und Italiener mit einem gemeinsamen Projekt in Sant'Anna, dem Dorf in der Toskana, das die SS im August 1944 für immer auslöschen wollte.